Hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen. Heute sind wir mal ganz bei einem anderen Thema, und zwar im Schulungszentrum Wesenufer. Hier möchte ich euch ein bisschen was berichten über die Ausbildung, die wir durchführen. Es ist hier etwas ganz Besonderes. Wir liegen hier direkt an der Donau. Es ist ein Ort der Ruhe, der Besinnlichkeit, wo natürlich für unsere Ausbildung die absolute Gegebenheit da ist. Und diese Ausbildung, dieses Seelenschamanismus, diese Ausbildung findet hier in Wesenufer statt. Wir haben insgesamt 4 Blöcke à 5 Tage. Und diese 5 Tage, das hat natürlich den Vorteil, dass ich euch hier 5 Tage wirklich ganz tief mit euch verbringen darf, im Unterbewusstsein, dass wir diese Thematik des Seelenschamanismus, der natürlich ganz intensiv ist, dass ich euch das hier in Ruhe beibringen kann. Weil eigentlich ist es nichts Besonderes, denn alles Wissen steckt in euch. Nur meine Fähigkeit, die ich besitze, ist die, dass ich bei euch Blockaden lösen kann, und ich werde euch zeigen, wie wir diese Blockaden lösen, damit du wieder an dein innerstes Wissen kommst. Denn Seelenschamanismus ist nichts anderes, als mit der Seele zu kommunizieren, das, was schon unsere Mütter, unsere Großmütter getan haben. Und das geht nur dann, wenn du in der Lage bist, auf dein Bauchgefühl zu hören. Und damit wir nicht ständig von äußeren Geschichten abgelenkt werden, habe ich mich hier für dieses Seminarhaus am Wesenufer entschieden. Und dank meiner Organisation ist es natürlich ein wunderbarer Ort, wo wir hier diese Techniken in einer wirklich wunderschönen Umgebung lernen dürfen und uns dabei auch sehr wohlfühlen. Denn für diese Arbeit, die wir tun, diese Ausbildung zum Seelenschamanen, ist eine ganz, ganz tiefe seelische Angelegenheit. Und wenn wir dich von Blockaden befreien, wirst du sehen, dass Energien, die in dir schlummern, ausbrechen dürfen und dass du dann die Fähigkeit besitzt, mit der Seele zu kommunizieren. Und hier bist du dann in der Lage, vielen Seelen, die auf dieser Erde inkarniert sind, eine wirklich hilfreiche Stütze zu sein. Und ich hoffe, dass es dir hier an diesem Ort genauso gut gefallen wird wie mir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Musik.